Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar diesmal mit Green Hell. Wie ich da drauf gekommen bin, ist ganz einfach. Ich bin ja auch ein Abonnent von Voucher und der spielt das eben aktuell und ist im Moment auch auf, ich glaube, am 13. Tag oder sowas des Überlebens und er hat mich wirklich neugierig gemacht auf dieses Spiel und ich möchte es jetzt eben auch probieren, ob ich es schaffe, hier eine Zeit lang zu überleben. Was ich natürlich jetzt ein bisschen voraus habe, ist ganz klar, da ich ja Voucher angeschaut habe, habe ich natürlich sehr viele Tricks schon mitbekommen, die ich natürlich jetzt auch einsetzen kann. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal die Geschichte an. Ich habe hier auch einen Spielstand schon gehabt. Hier Tag 1, um mich einfach mal reinzufinden und ob die Grafik zu überprüfen, weil meine Grafikkarte ist nicht die allerbeste. Deswegen überschreibe ich jetzt einfach den ersten Spielstand und ja, ich lasse mich überraschen, was dann alles so auf mich zukommen wird. Eigentliche Kniffs weiß ich noch überhaupt nicht. Wie kann ich zum Beispiel Parasiten wegbekommen? Ich meine, einen Egel, wenn ich habe, den kann ich natürlich wegschnippen. Und ich habe auch noch gar keine Ahnung, in welche Richtung ich denn überhaupt loslaufen soll und wo ich spawnen werde. Aber gut, das werden wir ja gleich sehen. Bin auf jeden Fall schon ultra gespannt auf dieses Spiel, das richtig selbst zu spielen. Ich habe auch gemerkt, es sind noch einige Bugs. Wie jetzt hier zum Beispiel habe ich einen blauen Kringel, Ladebildschirm, weil anscheinend irgendwas nicht stimmt beim Laden. Aber da ist es schon wieder. Also lasst uns doch mal loslegen. Tag 1. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah. You can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Halte D gedrückt, um das Funkgerät zu benutzen. You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Okay. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Okay. Oh, have you tied down the bow? See. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. Yeah, the place is beautiful. Still? Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Devilhaka village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Okay, ihr habt gesehen, ich habe jetzt halt auch schon einen großen Stein mir geschnappt und den zerlegt. Ist jetzt auch eine Sache, die ich natürlich bei Voucher gesehen habe. Da wir die Steine definitiv brauchen, um uns Sachen zu bauen. Allerdings, so viel braucht man jetzt hier im Prolog nicht einzusammeln, denn das ist noch nicht die richtige Geschichte. Oh, hallo. Das heißt, wenn wir dann diesen Prolog hier durchgespielt haben, beginnt dann dieses Überleben, diese Überlebenssequenz.
Genau, deswegen brauchen wir uns jetzt gar nicht so groß abtun mit Einsammeln von Sachen. Muss nicht sein. Okay. Okay, I found the tent. Is everything all right? Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Okay, Tag 2 bricht an. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. So, ein Bug, der ist immer noch nicht verschwunden. Den habe ich gesehen auch schon bei Voucher. Und zwar, wenn wir dann später hier wieder reinkommen, ist irgendwie der Tisch verschwunden und diese Notiz hängt in der Luft. Okay, und mit R kann man jedes Mal auf die deutsche Übersetzung kommen. Der verschollene Stamm, das hier ist ihr Land, ihr Erbe, so wie schon seit tausenden von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir zuletzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unser ganzer Plan hängt davon ab. So ein bisschen zur Story. Also wir waren auf jeden Fall schon mal da, haben auch diese Ureinwohner schon einmal kennengelernt und sind jetzt eben nochmal da, weil wir irgendetwas von denen brauchen. Notiz. Tiere des Regenwalds, harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle. Da sie reich an Proteinen und Fetten sind, stellen sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Genau, wir müssen dann auf jeden Fall später auch jagen, um uns zu ernähren. Das ist das Volk der Yabahuaca. Die Yabahuaca leben tief im Amazonas-Regenwald und gelten als einer der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen? Sie sind der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, wieso wir hier sind. Also ich bin auch neugierig, was wir denn eigentlich hier machen sollen. Jetzt aber erstmal raus, Machete schnappen. Und munter drauf losfällen, oder besser gesagt, wir sammeln kleine Stöcke ein und ein paar große Stöcke, was natürlich auch gut ist, dass wir hier sehr viel schon am Rumliegen haben. Also wir brauchen jetzt uns nicht so sehr viel selber zurecht machen, aber es ist natürlich auch ein... Und? Oh, ich bin außer Atem. Na dann komm, schnauf aus. Schnauf ein. Schnauf durch. Oder bist du jetzt so geschafft, dass du hängen geblieben bist? Okay, anscheinend hat sich hier was aufgehängt. Sekunde. Irgendwie war das Spiel jetzt gerade gehangen. Hab keine Ahnung warum. Die haben wir ausgerüstet, genau. Na dann sollten wir doch. Wieso haben wir jetzt einen Stein? Sammle Feuerholz. Okay, will ich ja. Tee halten zum Trinken. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Hydration, aber wir können das eh noch nicht sehen. Das sehen wir dann später. So, dann nehme ich doch einfach mal die hier. So.
Ach, ich habe immer noch den Stein. Komm, dann schmeiß den Stein weg. Okay. Wie kann ich den droppen? Okay, dann probiere ich es einfach so, weil anscheinend mag gerade das Spiel nicht. Deswegen mache ich jetzt einfach mal eine Steinklinge. So, gehe wieder raus. In der Hoffnung, dass ich jetzt die Machete in der Hand habe. Und nein, ich habe nicht die Machete in der Hand. Okay, dann werde ich mich jetzt hier einfach nochmal auslocken und nochmal einloggen. Also los. Well, that's everything. We're officially okay, settled ihr in. Seht schon, es war auf jeden Fall hier ein Bug drin. I remember the agreement, but und ich konnte das auch nicht ändern. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Okay, ich werde jetzt einfach mal warten, bis die Energieanzeige wieder aufgefüllt ist. Und macht dann weiter mit dem Hacken. Ja, er ist schon wieder außer Puste, man sieht es. Jetzt haben wir ihn, jawohl. Mal schauen, was wir da haben. Langer Stock, den brauchen wir aber nicht, deswegen machen wir Sammeln. Und damit sollten wir Stöcke haben, jawohl. Tagebuch, neuer Antrag, kleines Feuer. Aber irgendwo ist ja das andere Zeug auch noch hingefallen. Was wir einsammeln müssen, um dieses Feuer überhaupt herzustellen. So, nein, den wollte ich nicht fallen lassen, ist cool. Dann tue ich das nochmal sammeln, dass wir noch Stöcke bekommen. Jawohl, 7 Stöcke haben wir. So, jetzt suchen wir mal noch Äste. Kleine Äste. Wir laufen einfach mal durchs Unterholz. Ich weiß auch noch von dem, als ich angespielt habe, dass hier irgendwo ein Vogelnest ist. Aber ob ich das jetzt natürlich wieder finde, ich nehme jetzt die Lianen mal mit. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, brauche ich die jetzt oder nicht. Ich nehme mal 2 Stück mit. Seile sind immer gut. Hier komme ich nicht durch. Ich brauche kleine Zweige. Kleine Zweige, wo seid ihr? Unbekannte Nuss. Nehmen wir doch mal mit. Die habe ich zum Beispiel nicht gefunden, die unbekannte Nuss. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, wo dieser Stamm war. Aber ist ja auch egal, wir brauchen jetzt erstmal ein paar Zweige. Die ich hoffentlich jetzt bald mal finden werde. Vielleicht muss ich auch erstmal das Feuer setzen. Kann auch sein. So, und wir setzen das hier mitten rein ins Lager. Deswegen halt C drücken und halten. Und wir nehmen uns das kleine Feuer und setzen das hier mal schön in die Mitte. Kleiner Stock haben wir noch nicht. Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet.
But it feels that way. Okay, wir werden sehen, was wir vermissen. Auf jeden Fall etwas, was wir dann gleich brauchen werden. Sind da jetzt dann Zweige, wenn ich das abhaue? Nein, kleiner Blätterhaufen haben wir genommen. Da weiß ich auf jeden Fall, dass das irgendwie mir ein Magengeschwür verursacht. Deswegen esse ich das Zeug jetzt nicht mehr. Feder und was ist das noch? Ah, Nest. Na komm. Da muss man wirklich sehr genau manchmal sein. Achso, ich muss halten. Gut, damit haben wir nämlich schon mal ein bisschen Zunder für unser Lagerfeuer, was wir dann gleich machen müssen. Aber mir fehlen immer noch Äste. Hier im Moment kann man jetzt noch ganz gut rumlaufen. Kokosnüsse sind später definitiv wichtig, da sie uns nicht nur mit Wasser versorgen, sondern auch mit Fruchtfleisch, ich glaube Proteine, was wir da bekommen, oder Fett. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Hab. Kleiner Stock. Na also, geh doch. Ende den Bau des Feuers. Ja, ich muss erstmal Stock sammeln. Ach eben, ich kann ja die Stöcke auch sammeln. Das heißt, ich gehe jetzt mal ins Inventar. Ja, das war mit Tab. Dann habe ich hier die Stöcke erweitert. Sammeln. Und bekomme kleiner Stock. Oh Mann, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Deswegen ab zurück ins Lager. Das war, glaube ich, hier entlang. Genau, diesem Weg hier folgen. Ach, und da ist es ja schon. Sehr groß ist dieses Anfangsgebiet ja nicht. Also, dass man sich hier verlaufen könnte, ist recht unwahrscheinlich. Außer ich denke, man geht zu weit von allem weg. Hallo Maus. So. Setzen wir mal die Stöcke hin, die wir haben, und machen uns dann aus einem von den großen nochmal ein paar kleine. Das waren jetzt noch die zwei, die uns fehlen. So, dann brauchen wir Stöcke. Und da muss ich jetzt dann definitiv nochmal ein so ein Bäumlein fällen. Achso, Machete. Also machen wir doch gleich den nächstbesten weg. Er verbraucht ganz schön Energie, was aber natürlich auch gut ist. Man gewinnt an Erfahrung. Hier sieht man auf der rechten Seite Macheten plus 1. Ist nur eben schade, dass ich später die Machete nicht mehr bei mir habe. Ich habe jetzt den Baum gefällt. Ich wollte doch nicht den Baum fällen. Ich wollte hier dieses kleine Ding fällen. Ach komm, dann eben nicht. Dann nehme ich dich. Irgendeiner von euch fällt jedenfalls. Ja, ich lasse dich ausschnaufen erstmal. Also er heißt ja Dr. Higgins, insofern werde ich ihn Hickey nennen. Jawohl. So, langer Stock werden wir wieder herstellen. Nicht herstellen, ach verdammt. Entfernen. Raus da. Wir lassen ihn fallen. Wir tun ihn nicht aufheben, wir tun sammeln, dass wir Stöcke bekommen. Und wir sammeln auch noch das andere Gehölz hier ein, was mit abgefallen ist. So, aber es reicht eigentlich jetzt auch erstmal, um dieses Feuer zu machen. Hoffe ich zumindest. Gut, kleines Feuerwerkzeug benutzen, um Glut herzustellen. Aber erstmal mit ihr. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember
when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen Feuer machen auf herkömmliche Weise. Deswegen gehen wir jetzt hier rein ins Menü. Machen auf Herstellen. Ich weiß jetzt zufällig ja, wie das funktioniert. Noch den Stock. Was? Ich dachte, das wäre... Na, dann lass uns doch mal gucken. Stock und kleiner Stock. Erzeuge ein Feuerwerkzeug, genau. Also nochmal. Herstellen, wir haben einen Stock. Und wir haben einen kleinen Stock. Jawohl, jetzt halt Handbohrer herstellen. So, den Handbohrer. Den nutzen wir natürlich gleich mal. Und wir brauchen, das war ganz gut, dass ich das Nest hier gleich gefunden habe. Das Nest nämlich als Zunder. Und schon kann es losgehen. Wir machen eine Glut. Auf herkömmliche Art und Weise. Und setzen sie hier ins Feuer rein. Yep, und schon brennt's. Oh Mia, the fire is burning. Coming, give me a minute. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. Mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Du hast recht, du wirst mir fehlen oder ich liebe dich. Ich liebe dich geht immer. I love you. If I had known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah, and if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, Karinyu. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Tag 3 bricht an. So, ich soll das Zelt durchsuchen. Wo war es? Ja, genau. Also die Notiz, man sieht's, die schwebt jetzt hier in der Luft. Wie ich es vorhin gesagt habe, weil der Tisch anscheinend hier verrückt wurde, aber Notiz ist in der Luft hängen geblieben. Gut, dann lesen wir nochmal die Notiz. Ich bin im Dorf. Melde dich über Funk bei mir, wenn du aufwachst. PS, ich habe dir ein kleines Geschenk dagelassen. Deine Mia. Hello, Mia? Hey, sleepyhead. Finally up?
You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Yes, und damit bekommen wir ein sehr, sehr wichtiges Utensil, das wir definitiv brauchen werden. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Okay, dann schauen wir uns mal die Uhr an. Hier sind quasi die Werte von Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate und Wasser. Wir haben eine Uhrzeit mit einem Datum. Und wir haben einen Kompass, was uns später auch sehr gut weiterhelfen kann, denn es gibt so ein paar gewisse Punkte, die man aufsuchen kann, die auch schon public sind. Voucher zum Beispiel hat es auch auf seiner Homepage geteilt, unter anderem auch verschiedene Sachen, die man herstellen kann, also welche Gegenstände oder wo man was finden kann. Okay, jetzt soll ich etwas Nahrhaftes finden, das ist jetzt am Anfang noch recht leicht. Ich bin zwar auch außen ewig rumgerannt, aber im Grunde sind es einfach nur diese Proteinriegel, die man hier nehmen muss. Leider kann man die Dosen und so weiter nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt halt für diesen Prolog eine Hauptrolle spielt. Eventuell später, wenn das Spiel komplett released ist und fertig ist, dass man dann hier auch ein paar Sachen noch einpacken kann. Aber gut, werden wir ja wahrscheinlich nicht brauchen. Also, finde etwas Nahrhaftes und iss es. Dann gehen wir doch mal in die Tasche rein. Also, ihr seht auch, da ist recht viel Platz für alles Mögliche. Ich habe eine Machete, aber wir wollen jetzt erstmal was essen. Damit essen wir den ersten Proteinriegel. Und wir essen den. Ihr seht schon, 25 Protein, 20 Fett, 25 Kohlenhydrate. Zeigen wir die Uhr. Genau, also hier bin ich schon fast voll und wenn ich jetzt halt noch den letzten Riegel esse, dann bin ich komplett voll. Gut, halte F gedrückt, Smartwatch zu schauen. Das machen wir. Also ich bin voll gefüllt und was will mir? Gut ausgeruht und wohl genährt. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. The right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Okay, also sie ist quasi versorgt. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimen around here. Okay, Corporate, schauen wir uns mal an. Ich werde aber jetzt nicht alles vorlesen. So, also hier die Raubkatzen. Die es hier geben soll, dann nochmal über das Volk, hier nochmal die Tiere, hier ist was über, ich glaube, Krankheiten, genau, also hier geht es um Pflanzen, na komm, mach auf, Tabakpflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich, aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lagers entdeckt, nachdem ich einen Felsen hochgeklettert bin, habe ich ein ganzes Beet davon entdeckt, ein guter Ausgangspunkt, ja,
da werden wir uns jetzt auch dann gleich hinbegeben. Was ist das hier noch? The Lost Tribe. Der verschollene Stamm. Das hier ist das Land, ihr Erbe, bla bla, haben wir schon gelesen. Dann noch die Nager und so weiter. So, begib dich nach Norden und finde eine Tabakpflanze. Dann begeben wir uns doch mal nach Norden. Wir haben hier die Uhr, die uns sagt, wir müssen in diese Richtung gehen. Ich finde es grafisch, dieses Spiel, den Hammer. Wenn jetzt meine Grafikkarte noch mitmachen würde, dann würde ich hier, wow, würden mir die Augen rausfallen. Okay, dann begeben wir uns doch mal auf den nächsten Teil, wo wir jetzt hin müssen. Mia, I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Genau. Das Navigationsrad und das ist ein Highlight. Man kann sich untersuchen. Also man kann jetzt hier seine... Moment, ich muss mit der rechten Maustaste seine Arme untersuchen oder seine Beine untersuchen. Was dann natürlich später absolut notwendig ist, wenn man mit Ekeln zu kämpfen hat. Aber wir haben die Wunde hier am Arm. Oh oh. That's definitely not good. Nein, da haben wir uns gut hergerichtet. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? Erinnern wir uns, was wir zu tun haben? Ich sage jetzt mal nein, dass ihr das auch hört. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Ja. Und die haben wir ja schon gefunden hier. Dann gehen wir doch mal da rein, an den Wundeintrag. Wir müssen hier auf das Rote Kreuz gehen. Und geistige Gesundheit, Kratzerschrammen. Genau, also diese Pflanze müssen wir uns pflücken. Wir haben die Pflanze auch hier drin. Molineria. Die langen Blätter eignen sich ideal für einen Verband. Einfacher Verband. Und Tabak ist antivenine Eigenschaften. So, Tabak haben wir aber noch nicht. Wir wollen jetzt mal die diese Pflanze hier uns krapschen. Na, wie muss ich das? Ach ja, da. Ausrüsten. Gut. Dann schnippeln wir uns die mal ab. Gut. Er sammelt ja zum Glück automatisch ein. Also jetzt haben wir dieses Molinaria-Blatt. Die nehme ich noch mit. So, wir gehen jetzt nochmal in die Tasche rein und machen dann Herstellen mit diesem Blatt. Herstellen. Man kann die Molinaria-Blätter auch auseinanderpflücken. Also, und dann hat man Fasern. Herstellen muss ich doch machen. Muss ich da noch eins nehmen? Okay, wir schauen doch mal ins Buch. Schau dir das Buch an. Molinaria-Blatt, stell einen Verband her. Das will ich doch gerade machen.
herstellen. Ah, jetzt hat er das. Man muss also quasi erst im Buch nachschauen und dann kann man es herstellen. Also, wir machen uns jetzt hier mal einen Verband. Und wir verbinden die Wunde. Jetzt muss man allerdings dann auf die Lupe gehen. Man muss den Arm quasi auswählen, wo die Wunde ist. Und dann nimmt man einfach den Verband und legt ihn auf diesen Punkt. Und dann macht er den Rest von selbst. Gut, perfekt. Wir sind verbunden. Und jetzt auch mit mir verbunden. Hallo? Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Tut's weh. Aber nicht viel. Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Ja, sie ist optimistisch. Jake, please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Was geht los? Was geht ab jetzt? Mir plötzlich in Gefahr? Oh Mann, was sollen wir tun? So, und damit ist auch der Story-Modus, und zwar das Tutorial, erstmal abgeschlossen. Hier steht auch, dass sich das Spiel noch in der Entwicklungsphase befindet, gibt es hier nur einen Teil der Green Hell Erfahrung. Das Creepy Chart Team hofft, dass dir das Spiel gefallen hat. Hinterlasse uns doch einen Kommentar im Steam Forum. Drücke Space, um im Survival Modus fortzufahren. Ja, der Survival Modus geht definitiv weiter, aber nicht in diesem Part, sondern erst im nächsten. Meines Wissens nach ist dann hier auch ein Autosave. Mensch, schaut euch diese Lichtbrechung an. Wenn ich jetzt noch die Grafikkarte hochschrauben könnte, Hammer. Werden wir uns dann gemeinsam auf den Weg machen beim nächsten Part. Es trägt hier noch ein paar so neue Eintragungen ein in unser Infobuch. Die werden aber dann interessant sein, wenn wir den nächsten Part machen. Denn ich muss echt überlegen, wo werde ich mich hinbegeben. Denn auf große Tour kann ich noch nicht gehen. Ich muss erstmal, ja, mich irgendwie hochpushen. Ich habe nämlich gemerkt, das ist ganz schön schwer. Okay, also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, ciao, ciao.